Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal einen Angriff abgewehrt, dann haben wir jetzt die ganzen Viechers hier. Wir haben außerdem Vicente losgeschickt, um ein wenig Schrott zu sammeln, damit wir vorne mal endlich weitermachen können. Und dann würde ich auch vorschlagen, sobald wir die Ecken fertig gebaut haben, das müsste jetzt auch bald der Fall sein, es sei denn, Racker bekommt wieder einen Nervenzusammenbruch, was sehr danach aussieht, dann dauert es noch ein bisschen länger, dann sollten wir auch einmal hier die Flammenwerfer fertig aufbauen. Das werden wir einmal tun. Dann kommen wir da nämlich auch gut mit klar mit den Angriffen. Nehme ich zumindest einmal an. Sollte dann eigentlich kaum ein Problem mehr sein. Schauen wir mal. Was? Die Frequenz finde ich jetzt aber gar nicht geil, ehrlich gesagt. Vor allem finde ich es auch nicht geil, dass die Fallen hier alle noch nicht wieder aktiv sind, Freunde. Können wir das vielleicht erstmal erledigen? Raumschifftrümmer abgeschlossen. Gute Arbeit. Zelle und Altmetall. Sehr gut. Wir müssen aber auf jeden Fall hier. Ja. Kommt mal jetzt alle her und macht mal erstmal die Fallen. Eieieiei. Okay, sieht ja aber ganz gut aus. Dummerweise lösen diese anderen Käfer jetzt ständig auch die Dinge aus, ne? Von wo kommen die? Von hier kommen die, okay. Okay. So, also ausreichend Fallen sind schon mal wieder ganz. Das ist gut. Jetzt kommt auch der Angriff. Da müssen wir euch mal alle hier eben nach hinten holen. Vicente kommt natürlich jetzt genau wieder runter, wenn der Angriff gestartet wird, ne? Also wenn die hier gleich bei uns sind. Oha. Racker ist ja meilenweit entfernt. Okay, aber der schafft das auf jeden Fall. Glücklicherweise, meine Güte, du. Das ist ordentlich. Glücklicherweise sind ein paar explosive Käfer dabei. Wir haben allerdings auch ein paar Fallen hier, ne? Das ist so das Problem. Die hier noch nicht so richtig ausgelöst sind. Beziehungsweise scharf gemacht. Wir stellen dich hier mal noch oben hin und so lang kannst du noch einmal hier hoch. Gucken, vielleicht kommt Vicente ja doch noch vorbei. So, dann hoffe ich mal, dass die explosiven Käfer einige andere mitnehmen. Da wuseln sie sich alle hier durch. Da einmal eine Explosion gab's. Oha. Ihr könnt euch dann schon mal hier hinstellen. Um hier noch ein bisschen mehr abzuwehren. Weil der Flammenwerfer schon einen ganz guten Job macht, wie es aussieht. Das ist immer nett, wenn die Angriffswellen so ein paar von den Explosionskäfern dazwischen haben. Dann bin ich da immer recht zufrieden mit. Okay. Das sieht doch alles ganz gut aus. Sehr schön. Und hier vorne auch nochmal. Gut. Nervenzusammenbruch Vanessa. Schade. Die Explosiven nehmen wir uns alle mal mit. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, dass da jetzt nicht noch welche vom letzten Angriff dabei sind. Das wäre ein bisschen schade. Weil die ja kaum Fleisch in sich tragen. So, Vanessa, ja, lass es dir schmecken, ne? Lass es dir schmecken. Oh, haben schon wieder nichts mehr auf Vorrat. Rita kommt echt mit dem Kochen nicht hinterher, ne? Das ist schon sehr faszinierend. Wir werden mal Folgendes machen. Wir werden mal hier. Nee, nicht das Parkett. Das reißen wir einmal ab und das reißen wir auch einmal ab und stellen wir uns da mal noch einen weiteren Herd hin, damit Rita mit zwei Herden arbeiten kann. Während das eine kocht, kann sie das andere schon wieder vorbereiten. Wir brauchen nämlich nicht mehr als eine Person. Rita schafft das 100%ig. Nur mit zwei Herden kann sie dann besser arbeiten. Ein bisschen schneller.
So, jetzt können wir hier erstmal wieder auf die 2 hochsetzen, würde ich sagen. Damit erstmal die Insekten hier wieder weggenommen werden. Und Rita dann erstmal kocht. So, 468, 512, 534, 578, das sind Zahlen, die ich sehen will. Genau so. Dann können wir nämlich hier wieder schön Sprit zusammenbasteln. So, Racker repariert auch direkt. Kostet uns, wir haben schon wieder kaum noch Altmetall, Wahnsinn, schon wieder fast alles verbraucht. Mann. Vicente pflanzt an, ja, könnte vielleicht noch was werden vorm nächsten Winter. Schauen wir mal. Er soll aber tatsächlich einmal anpflanzen, das ist gut. So. Kana hat dann hoffentlich demnächst auch mal sämtliche Bäume hier gefällt. Schön wäre das, weil dann könnten wir endlich mal anfangen mit dem Craften. Ja, jetzt ist die Frage, lohnt sich jetzt das Anpflanzen noch? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Dann würde ich sagen, wir werden Vicente mal hier eine fröhliche 4 verpassen bei Pflanzen. Und dann soll einfach mal erstmal gar nicht mehr angepflanzt werden. Jupp. So machen wir das. Erst im nächsten Frühling soll wieder angepflanzt werden. Jetzt über den Winter wird sowieso alles schlecht. Geerntet werden kann natürlich noch, aber anpflanzen lohnt sich, glaube ich, nicht mehr. So, wir haben jetzt wieder 946, knapp 1000 Mal Insektenfleisch. Sehr schön. Hier wird für immer produziert. Hier bis 450, da bis 350. Hier bis 250, da sind wir durch. Das ist auch gut. Wunderbar. Können wir da noch irgendwas Neues fermentieren hier? Nee. Nicht wirklich. Na gut. Haben wir hier noch irgendwas Neues Interessantes? Tierfette brauchen wir nicht. Verbände haben wir auf jeden Fall auch genug. Hier haben wir schon die richtige Reihenfolge hergestellt. Hier fehlen uns noch immer einige hiervon. Pulsgewehr können wir uns sogar herstellen. Das ist schön. Vicente können wir jetzt eigentlich mal losschicken, ne? Ich würde sagen, Vicente schicken wir einmal los. Auf fröhlichstes Expeditionieren. Für weiteren Schrott. Damit wir hier vorne endlich mal ein paar mehr Fallen aufstellen können. So, dann machen wir auch direkt mal einmal hier durchziehen. Einmal bis hier hinten, so. Hier ganz genauso. Zack. Gleiches gilt noch einmal von hier bis da und hier drüben auch noch. Dann können wir das nämlich einmal fertig machen. Und Vanessa kommt einfach nicht hinterher, ne? Mit den Bäumen fällen. Unglaublich. Unglaublich. Aber sie ist, glaube ich, auch, sie ist hauptsächlich fürs Tragen zuständig, ne? Muss man fairerweise sagen. Das muss man fairerweise sagen. Sag mal, wie viele Angriffe haben wir denn jetzt hier? Das ist ja ein Angriff nach dem anderen. Also, wir haben ja jetzt hier alle, wir haben jetzt alle, keine Ahnung, 8 Minuten, unter 10, alle unter 10 Minuten haben wir Angriffe. Meine Fresse. Hier geht's aber rund. Na gut. Und immer wenn Vicente nicht da ist, ne? Verdammte Axt. Deswegen kommen wir ja auch zu nix. So, kommt Kana, den einen Baum da, den lasse ich dir noch und dann übernehme ich euch. Zack, wir haben endlich sämtliche Bäume weg. Schön. Schön, schön. So, dann stellt ihr euch mal alle hier oben hin. Ja. Und ihr zwei.
Ihr stellt euch mal noch hier hin, würde ich sagen. Oh, Textilien? Nö. Wir nehmen den Schrott. Dafür sind wir unterwegs. So, ihr stellt euch nochmal hier hin. Dann gucken wir mal, was kommt da an? 117 Skarabäi. Die Explosiven sind wieder sehr, sehr gut. Die werden uns helfen. So hoffe ich. Ist ja wirklich ein Angriff nach dem anderen, ey. Wahnsinn. Das zieht jetzt nochmal ordentlich an und ich überlege gerade, woran es liegen könnte, weil wir haben jetzt nicht mehr Verteidigung gebaut. Gut, wir haben ein paar mehr Fallen im Auftrag, aber das dürfte eigentlich das Problem nicht sein. Aber wir haben die automatischen Geschütze erforscht. Wir haben sie zwar noch nicht gebaut, aber wir haben sie erforscht. Vielleicht ist es das, weshalb jetzt hier plötzlich mehr angegriffen wird. Das könnte natürlich sein. So, da kommt jemand angerannt, der hoffentlich von Rita getroffen wird. Oh, oh, oh. Alles schlecht. Okay, der eine steht zumindest. Sag mal, Rita. Okay, jetzt ist er betäubt, das ist gut. Da kommt schon der nächste angesprintet. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall erstmal um die Viecher hier kümmern. Rita, einmal bitte auf den. Du auch auf den. Christa auch auf den. Und ihr zwei bitte auch auf den. Komm, betäub ihn. Jawohl, sehr gut. So, der liegt erstmal. Haben wir hier hinten noch einen? Da steht noch einer rum. Da kommen einige explosive Skarabäi. Das ist natürlich auch nicht so gut. Dann müsste ich jetzt einmal hier, du müsstest einmal, oder Raka. Schieß du mal auf den bitte, komm und triff. Nein, er hat verfehlt. Okay, Rita, bitte auf ihn. Sehr schön. Komm, Rita. Betäub ihn. Jawohl. Da ist er wieder betäubt. Flammenwerfer, mach deinen Job. Okay. Ist gar nicht mal so der... Ich meine, bisher ist niemand verletzt, aber so richtig geil war das Abwehren jetzt hier nicht, muss ich sagen. Da mussten wir uns tatsächlich mal um ein bisschen was kümmern. So, das scheint soweit gewesen zu sein, ne? Ja. Der hängt doch immer fest, ey. Der hängt doch von Anfang an fest, Wahnsinn. So, Einberufung aufheben, dann einmal. Junos schlachten, explosive. Schlachten. So. Jetzt müsste erstmal gejagt werden, also geschlachtet werden und danach sollten sie dann eigentlich erstmal hier schön die Fallen wieder aufstellen. Wie viel Nahrung haben wir noch? Noch immer so wenig, ne? Fünfmal Haferbrei, naja. Naja. Achso, Vanessa ist die, die hier gerade durchzieht. Das ist gut. Die kümmert sich dann schon mal so ein bisschen um die Fallen. Rita schlachtet. Kana geht auch schlachten. Sehr gut. Vicente ist wieder da. Wir haben 100 mal Altmetall. Auch sehr gut. Ich würde sagen, wir schicken Vicente jetzt sofort los. Sonst kommt nämlich, wenn wir jetzt zu lange warten, kommt direkt wieder der nächste Angriff. Und Vicente ist wieder nicht da. Das ist irgendwie immer ein bisschen blöd. Muss ich echt gestehen. So, das ist doch gut. Schön. Haben wir wie viel Insektenfleisch? 1385. Das sieht sehr gut aus.
1430, ja wunderbar. Rest können wir jetzt erstmal wieder liegen lassen. Christa hat eine Forschungserkenntnis. Das ist auch sehr gut. Sehr gut ist auch, dass wir hier mal wieder ein bisschen handeln können. Ui. Gucke mal CPU gerne. 5 Stück. Leider sind wir nicht zu mehr gekommen, aber besser als nichts. Und jede Menge Stoff. Jede Menge Stoff. Jetzt sind wir allerdings kurz vorm Winter. Heißt, wir werden da mal auf... Na, mindestens 500 bleiben, würde ich sagen. Vielleicht sogar besser 800. 135.000 verdienen wir uns, das ist gut. Energiezellen könnten wir natürlich verkaufen. Lassen wir aber mal eher. Mech-Kern könnten wir auch verkaufen, lassen wir aber auch eher. Wie viel seid ihr wert? Jeweils 765? Was? Ja, dann machen wir uns doch aus dem Sprit. Warte mal. Pro 10, ne? Ist das? Ne, einer ist 170 wert. 765? Warte mal. Wie viel? Beim 3D-Drucker. Aha, 20, okay, 20 und 10. 20 mal Sprit und 10 mal Metall. Verdammt, jetzt ist alles wieder weg. 20 mal Sprit und 10 mal Metall, das wären dann 1700, 3000. 400 wären das dann. Für 10 aber, ne? Das sind 7000. Ja, nee, dann ist das hier eindeutig mehr wert, ne? Dann könnten wir die Kohlenstoff-Nanoröhrchen eigentlich dauerhaft herstellen. Kostet uns allerdings Metalllegierungen, von denen wir jetzt momentan noch nicht so viele haben. Aber nach hinten raus. Nach hinten raus dürfte das eigentlich ganz gut gehen. So, machen wir hier erstmal das. Dann machen wir hier auch volle Pulle und dann, nee, die nicht, aber die ziehen wir auch komplett durch. 200.000 knapp. Kohlenstoff-Nanoröhrchen, ja, behalten wir erstmal, würde ich sagen. Hiervon können wir natürlich auch mal ein paar weghauen. Bis auf 10 runter, würde ich sagen. Die können wir uns jederzeit wieder craften. Wir haben ja ausreichend Getreide da, ne? 1337. gut, und den Rest, den behalten wir. Akzeptieren. Schönes Ding, ey. Dann haben wir knapp 400.000. Das ist gut. 3 zusätzliche, die könnten wir dann theoretisch alle bezahlen. Das ist sehr gut. Wir werden nochmal kurz gucken. Vielen Dank. Einen weiteren, glaube ich, könnten wir uns noch holen. 8, glaube ich, können es insgesamt sein, maximal, soweit ich da richtig informiert bin. Und da könnten wir dann natürlich den nur bis zum 7. Und dann holen wir uns einen 8. dazu, wenn es ein guter ist. Wir warten dann auf einen guten. Der 8. ist dann ein guter. Und dann lassen wir einen Vertrag von den Leuten, die nicht so gut sind, lassen wir auslaufen. Und dann können wir uns nach und nach die Leute eben austauschen. So wäre mein Gedanke. Ein interessanter Fund. Kleidung, nein, wieder, nur wieder, immer wieder Altmetall. Brauchen wir eindeutig mehr von. So, haben wir jetzt denn wenigstens genug Holz? Nein, uns fehlen noch immer 506 mal Holz, das gibt's doch einfach nicht. Ist ja irre. Und Vicente, wenn er wieder da ist, müssen wir natürlich ihn hier die Bäumchen zumindest einmal anpflanzen lassen. Den Rest hier muss er nicht, aber die Bäumchen wäre schon sehr sinnvoll. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ja, gefroren. Also ist gut haltbar jetzt über den Winter. Aber wir verkaufen ja auch gerade. Es trifft sich natürlich sehr gut. Wäre also fast ganz sinnvoll. D
die Kapsel inmitten der Felder zu bauen, damit, wenn hier was rumliegt, das zuerst genommen wird und nicht das, was in den Regalen liegt, ne? So nach hinten raus wäre das ein ganz guter Gedanke. Okay, ich wollte schon mal sagen, kriegen wir das hier jetzt überhaupt alles voll? Aber ja, kriegen wir. Gesundheit. Erkältung, Kana. So, wie viel passt denn hier überhaupt rein? Ja, genug, ne? Tanzen, singen und tanzen, klar. Ja, da passt ja super viel rein, ne? 200 oder 50. 50, 100, 200, 250, 1 Million passt hier rein. Okay, also könntest du natürlich noch ein paar mehr Safes bauen. Ist wohl ganz sinnvoll. Aber jetzt gerade brauchen wir den noch nicht. 396.000, ey, richtig cool. Richtig cool. Vicente ist ja doch immer so gut drauf, ne? Warte mal. Kannst du einmal bitte hier das Ganze pflanzen? Und die Regale hier, die würde ich ganz gerne noch fertig kriegen. Demnächst. Ich hatte ja gedacht, dass das hier reichen würde. Schade. Reicht offensichtlich nicht. Dann würde ich doch vorschlagen, dass wir hinten nochmal 2, 3 Bäume fällen. So. Genau so. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Abbauen? Abbauen ist nur Chris dafür zuständig. Das macht sie aber auch nicht, weil sie die ganze Zeit forscht. Heißt, wir müssten eigentlich Kana hier nochmal ein paar Steine abbauen lassen. Oder wir lassen Vanessa. Ja, wir lassen Vanessa einmal die Steine noch mitnehmen, wenn sie irgendwann mal dazu kommen sollte. Sente geht ernten. Ach ja, hier den kleinen bisschen, was wir da noch haben. Noch immer nicht genügend Stauraum. Das gibt's doch nicht. Ach so, das ist jetzt aber der gefrorene Teil hier. I see. Getreide 1354. Da können wir dann auch eigentlich hier mal. Hier können wir eigentlich hochgehen, ne? Ich würde sagen, hier gehen wir mal auf 100 hoch. Wird zwar 50 jeweils verbraucht, aber das ist ja kein Problem. Ausreichend Getreide haben wir ja, verkaufen wir auch ständig. Dann können wir eher die Antibiotika verkaufen. Das ist ja ein bisschen mehr wert. Muss man sich so ein bisschen Gedanken drüber machen, was hier wie viel wert ist. Das halte ich aber ganz sinnvoll, da immer nur Dinge zu machen, die quasi passiv laufen, so wie hier zum Beispiel, ne? Das läuft ja passiv, da müssen wir einmal kurz hinlaufen, was reinschmeißen und dann können wir die Antibiotika verkaufen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Rauchpfeifen, da muss hier jemand tatsächlich aktiv stehen und die ganze Zeit herstellen. Die sind zwar auch viel wert, aber da muss jemand auch ununterbrochen produzieren. Das hier passiert ja alles so nebenbei. Das ist, in meinen Augen ist das tatsächlich sinnvoller. So, was können wir denn uns hier noch eben mitnehmen? Selbstzerstörungswarnung, das ist sehr gut. Dann würde ich vorschlagen, wir machen die Expedition auch definitiv. Und werden einmal. Ja, im Grunde genommen können wir jetzt erstmal anfangen, hier links das Thema abzuarbeiten. Nehmen wir einfach mal alles mit. Gucken wir mal. So, Selbstzerstörungswarnung. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. Ist hier demnächst mal was fertig? 58%, 16%, 30%, 28%, 61%, 57%. Jetzt haben wir natürlich alles verkauft an Sprit, ne? Das ist natürlich eher schlecht. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt hier noch ausreichend Sprit zusammen.
bevor die Expedition wieder verschwunden ist. Warte mal, hier füllen wir mal nicht auf. Das brauchen wir jetzt gerade mal hier bei der Expedition. Können wir das auch irgendwie entleeren? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Verdammt. 65%, 38, 36, 69. Eieiei, das schaffen wir doch gar nicht, ne? Können wir vielleicht einmal schnell jemanden hier was herstellen lassen? Wobei, wir haben auch keine Kacke auf Lager, ne? Schade. Wie lange läuft denn das noch? Ein Tag nur. Na, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das noch schaffen. Ob wir das noch schaffen? Ich glaube halt eher nicht, ne? Ja, das dauert zu lang. 72%. 73%, ja, es dauert viel zu lang. Haben wir irgendwo Kacke in der Nähe? Hier haben wir Dünger. Hier haben wir auch nochmal Dünger. Und hier ist noch jede Menge Dünger. Vielleicht schaffen wir es. Ich glaube aber eher nicht, ehrlich gesagt. Und dann könnten wir hier anfertigen Flüssigtreibstoff bis 30. Ich fürchte. Warte, wir haben 325. Nee, das ist aber der Dünger, der da irgendwo rumliegt, glaube ich, ne? Ja. Hier liegt ein bisschen Kacke. Warte mal. Können wir. Bauanfertigung 8. Racker, kannst du. Du kannst sogar. Warte mal. Vielleicht schaffen wir das sogar noch. Anfertigen. Flüssigtreibstoff bis auch 30. Du, Rita, machst das bitte auch einmal. Achso, ja, ihr rennt jetzt natürlich bis ans Ende der Welt, um die Kacke zu holen, ne? Aber das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt gerade wichtig. Diese Expedition würde ich sehr gerne mitnehmen. Wir haben noch einen Tag, 3 Stunden. Sollte passen, sollte passen. Was zum Teufel? Rita und Racker? Ihr kommt da hinten angelatscht. Gut, gut, gut. Dauert aber ein bisschen länger jetzt hier mit euch, ne? In der Zeit ist das Zeug hier auch fertig fermentiert, wie es aussieht. So, Racker stellt schon mal was her, das ist gut. Ich glaube, es sind jeweils 10, wenn ich mich nicht täusche, ne? Und dann kriegen wir hier gleich nochmal 20 raus. Sehr gut. Einmal 10, nochmal 10. Vanessa bringt das Ganze hierher. Wie viel haben wir dann da drin? Wir sind bei 20 natürlich, ist ja klar. Hier sind wir jetzt bei 99, heißt hier kommt jetzt auch gleich was bei raus, ne? Ja, jetzt haben wir hier die 20, das ist gut. Jetzt müsste Vanessa eigentlich die hier auch rausholen. Vanessa, kannst du einmal bitte dich darum kümmern? Sehr schön. Gut, 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 gut. Vivien hatten. Vivien. Vivien müssen wir mitnehmen. Vivien ist super. Vivien kommt auf jeden Fall mit für 72.000. Allerdings können wir sie. Moment mal, das Ding ist nicht voll. Das ist interessant. Die Survivor kann man also mitnehmen. Also die neuen Angestellten können wir abholen, obwohl da nicht ausreichend Sprit drin ist. Sehr, sehr interessant. So. Vicente kann jetzt losflitzen. Das ist sehr gut.
Und wir kriegen Vivien dazu, das ist noch besser. Und mit diesem Start geht's dann beim nächsten Mal los. Danke euch für eure Zeit, Likes und Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.